Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch für das Thema Wischsauger interessiert. Der Hersteller Tineco hat ja mittlerweile richtig viele verschiedene Wischsauger auf dem Markt. Das hier ist der Floor One S6, der sich wahrscheinlich irgendwo zwischen dem 5er und dem 7er einordnet. Wie genau er das tut und mit welchen Funktionen er daherkommt, das wollen wir in diesem Video zusammen herausfinden. Vielen Dank an Tineco für die Bereitstellung des Testgeräts. Jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß! Alle technischen Daten zum Tineco Floor One S6 findet ihr wie immer bei uns auf dem Wischsauger-Finder und der Link ist hier oben in der Videokarte. Da findet ihr viele von uns getestete Modelle und noch viele mehr und ihr könnt da mit verschiedenen Filtern arbeiten, wie zum Beispiel den Preis. Könnt da schauen, was ihr maximal ausgeben wollt, welche Features euch wichtig sind. Ihr könnt Wischsauger direkt miteinander vergleichen, zum Beispiel hier auch mit dem Floor One S6, mit einem seiner Vorgänger oder auch mit dem Floor One S7 und könnt da schauen, was für euch besonders wichtig ist und welcher Wischsauger am besten zu euch passt. So. Dann gehen wir mal den Lieferumfang als allererstes zusammen durch. Wie immer habt ihr eine Basisstation. In dieser Basisstation wird das Gerät automatisch aufgeladen, wenn man ihn da reinstellt und gleichzeitig wird die Selbstreinigungsfunktion hier drin durchgeführt. Es gibt hier drin keine Bürstentrocknung mit heißer Luft. Tineco hat mittlerweile aber in den neuen Modellen sowas eingeführt, das nennen sie Zentrifugaltrocknung. Das heißt, nachdem die Selbstreinigung abgeschlossen ist, drehen sich die Rollen noch eine ganze Zeit nach, um halt so das Wasser eben durch die Zentrifugalkraft aus der Bürste zu entfernen und sie halt etwas trockener zu machen als andere Modelle. Ist aber nicht das gleiche wie halt wie eine Bürstentrocknung mit heißer Luft. Man hat einen Ersatzfilter mit dabei, eine Ersatzrolle, ein Reinigungstool, um hier hinten den Schmutz Wasserkanal zu reinigen und eine Lösung zum Reinigen des Bodens ist hier auch mit dabei, wird in den Frischwassertank reingegeben, wenn man das möchte. Das ist hier erstmal der Lieferumfang und dann schauen wir uns den Floor One S6 auch nochmal im Detail zusammen an. Hier unten fangen wir an, wenn man hier unten erstmal die Abdeckung abmacht. Beim S7 zum Beispiel gibt es hier vorne Licht, das gibt es hier nicht. Was man jetzt hier aber im Vergleich zum S5 hat, ist eben eine beidseitige verbesserte Kantenreinigung. Also es sind hier nur noch so um die 7 mm auf beiden Seiten. Bei dem S5er ist es halt eben nur auf einer Seite, dass die Kantenreinigung verbessert wurde. Dafür gibt es halt hier jetzt eben nicht solche Features wie zum Beispiel diese neu angetriebenen Räder, die es zum Beispiel beim Floor One S7 Pro oder S7 Combo gibt. Die gibt es dann hier eben nicht. Ansonsten kann man hier unten gar nicht mehr so viele Dinge finden. Es gibt ein Zweitanksystem, Schmutzwassertank ist hier unten, Frischwassertank sitzt wieder hier hinten auf der Seite, auf der Rückseite mit 800 Millilitern. Obendrauf ist ein Display, das Display ist ja fast das gleiche Display, wie es schon beim ersten Wischsauger, dem S3, gab. Das zeigt schon sehr hochauflösend an die Angaben, zu wie viel Akku man noch über hat und auch diese iLoop-Technologie, dass es quasi rot wird, wenn da mehr Schmutz ist und blau, wenn es dann wieder sauberer ist. Aber auch nicht wie beim S5 Pro zum Beispiel mit den Animationen da oben, wo man richtig schicke, hochauflösende Animationen sehen kann. Das Display ist im Vergleich zu anderen Tineco-Modellen dann halt doch schon recht basic. Ganz oben gibt es die typischen Bedienelemente zum Starten und zum Stoppen und die verschiedenen Modi durchschalten, dann eben auch die Selbstreinigungsfunktion, all das kann man da oben einstellen. Qualitativ alles sehr hochwertig, das bin ich von Tineco-Modellen tatsächlich aber auch gewohnt. Die gehören mit zu den Modellen, die wirklich von der Qualität her am besten sind. Gefallen mir auch von der Optik, also sind wirklich schicke Modelle. Ja, das ist so erstmal der Ersteindruck. Viel mehr kann man hier gar nicht zeigen und als nächstes wollen wir natürlich wissen, wie gut reinigt dieser Wischsauger. Wenn ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid, dann macht das doch schnell, wie ihr Lust habt. Lasst kurz ein Like für das Video da, abonniert den Kanal und aktiviert hier unten die kleine Glocke, denn dann verpasst ihr in der Zukunft keine Videos, wenn wir noch weitere Modelle für euch testen und natürlich auch direkt miteinander vergleichen. Wenn ihr also Lust habt, lasst gerne kurz ein Abo da. So, Reinigungsleistung, die gleichen Tests wie immer gibt es hier, fließt ins Ranking ein und das Ganze könnt ihr euch dann im Wischsaugerfinder anschauen. Als allererstes kommt immer die flüssige Ketchup-Verschmutzung und das war hier tatsächlich gar kein Problem. Einmal rüber und dann war alles, was da vorher zu sehen war, direkt weg. Also hier ein super Ergebnis. Das nächste ist dann eine Haferflocken-Milchmischung. Die ist sehr klumpig und matschig. Und für viele Wischsauger kann das ein Problem sein, dass die da länger dran zu kämpfen haben. Hier waren es eine Überfahrt nach vorne, eine zurück, also zwei Überfahrten. Also auch das wirklich ein super Ergebnis. Dann kommen die festgetrockneten Verschmutzungen. Als allererstes wird da immer Kaffee festgeföhnt, weil das ja mal so ein schönes Alltagsszenario ist. Da musste ich tatsächlich dreimal vor und zurück, bis dann alles entfernt war. Da gab es schon mal ein paar Modelle, die das direkt beim ersten Mal schaffen. Vielleicht ist da auch immer so ein kleines bisschen Varianz bei. In dem Test brauchte ich aber auf jeden Fall drei Überfahrten.
Beim festgetrockneten Ketchup waren es dann insgesamt 13 Überfahrten und das ist auch in Ordnung. Also so das Mittelmaß liegt immer irgendwo so zwischen 9 und ja, 12, 13 Überfahrten. Auch hier gibt es mit Sicherheit Varianz, aber das ist soweit auch in Ordnung. Das Reinigungsergebnis kann sich hier also wirklich sehen lassen. Alle Sachen, alle Daten seht ihr nochmal im Wischsaugerfinder ganz genau nebeneinander gestellt mit unseren Ergebnissen. Da könnt ihr euch das transparent angucken, was dabei rausgekommen ist. Danach schaue ich mir immer die Selbstreinigungsfunktion an und auch die ist hier Tineco-typisch wirklich gut. Es ist nicht so, dass wenn man jetzt zum Beispiel diese Haferflocken-Milchmischung aufsaugt, dass da so wirklich 100% alles weg ist. Kleinigkeiten können immer übrig bleiben, aber insgesamt ist die Reinigung wirklich gut. Es gibt bei den neueren Modellen S7 Pro und auch dem S7 Combo schon, dass man so zwischen zwei Modi wählen kann, wo das Ganze dann nochmal etwas gründlicher ist und auch noch mit mehr Schnickschnack, dass das sich hier vorne nach vor und zurück bewegt, diese Abdeckung und so ein paar Dinge, das hat man hier nicht, aber wirklich so eine basic, schöne Reinigung. Kantenreinigung ist natürlich hier wirklich gut. Dadurch, dass man das eben auch auf beiden Seiten hat, braucht man halt nicht wenden, wenn man jetzt irgendwie an zwei verschiedenen Kanten lang gehen möchte. Also Kantenreinigung ist hier auch wirklich ordentlich. Ja, das schließt schon den Punkt Reinigungsleistung ab und dann schauen wir uns auch nochmal Handhabung und Features an. Tineco-typisch ist auch die Handhabung hier wirklich schön. Das Gerät lässt sich sehr schön führen und ist wie alle anderen Wischsauger, die es von Tineco gibt, auch wenig flexibel. Schön in der Handhabung, schlecht in der Flexibilität sind halt viele Wischsauger und das sieht man, dass man da eben unter flachen Möbeln nicht so richtig reinigen kann. Aber ansonsten, bis auf diesen Punkt, ist die Handhabung wirklich schön. In der Handhabung lasse ich auch immer mit einfließen, wie lange man damit reinigen kann. Höchste Stufe eingestellt. Mit 100% Akku, da hat er bei mir 29 Minuten und ein bisschen mehr geschafft. Das ist also wirklich top. Da gibt es die Höchstpunktzahl für, dass man da fast eine halbe Stunde auf der höchsten Stufe reinigen kann. Soweit wirklich alles top. Wenn man über Features spricht, dann muss man sagen, das merkt man dann schon an diesem Modell, dass wir hier ein recht featureloses Modell im Vergleich mit anderen Tineco-Modellen haben. Denn, wie gesagt, wir haben hier vorne kein Licht. Wir haben nicht diese neuen angetriebenen Räder wie beim S7 Pro. Das Display ist sehr basic. Hier oben gibt es jetzt nicht so ein hochauflösendes Display. In manchen Tineco-Wischsaugern, auch schon bei einem S5 Pro 2, gibt es hier hinten drin im Frischwassertank so eine Desinfektionsfunktion. Die gibt es halt hier eben auch nicht. Das ist halt hier wirklich so eine Basic-Variante, die nicht auf viel Schnickschnack oder sonstige Features setzt. Ja. Damit, denke ich mal, sind wir bei diesem Punkt hier auch schon am Ende und wir kommen mal ganz kurz zum Abschluss. Meine Meinung zum Tineco Flow One S6. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, sind beim Flow One S6 viele Features ja weggespart oder wegrationalisiert worden, zugunsten halt des Preises, denn er ist günstiger als zum Beispiel der Flow One S5 Pro 2, der dann eben die Desinfektionsfunktion hier hinten drin hat und nochmal ein hochauflösendes Display mit Animation. Dafür, wenn euch das wichtig ist, hat eben der Flow One S6 eine beidseitige Kantenreinigung. Die gibt es dann wieder beim S5 nicht. Also wenn euch das ein ganz, ganz besonderes Feature ist, für mich ehrlich gesagt nicht, weil auf einer Seite langt mir das auch vollkommen, weil ich kann ja auch drehen und von der anderen Seite reinigen. Dementsprechend, ihr müsst wissen, ob das für euch wichtig ist. Dann im Vergleich zu den noch höheren Modellen S7 Pro und auch S7 Combo, die haben natürlich deutlich mehr Features. Wie gesagt, diese angetriebenen Räder hier hinten, die sind schon ziemlich cool, aber auch nicht mega notwendig. Licht hier vorne dran finde ich schon immer ganz schön. Eine erweiterte Selbstreinigungsfunktion mit einer langen und einer kurzen Variante. Also da gibt es schon mal eine ganze Menge Features mehr, beim S7 Combo ja zum Beispiel auch, dass der zusätzlich auch noch als Akkustaubsauger komplett genutzt werden kann, ist aktuell auch unser Platz 1. Den haben wir gerade erst getestet, das Video findet ihr auch hier oben. Also ihr seht, das ist so ein Modell, was irgendwo dazwischen ist, mit der verbesserten Kantenreinigung besser als die S5-Reihe, aber ansonsten mit den ganzen anderen Features etwas weniger. Kostet in der UVP, wenn ich mich nicht irre, 599 Euro, meist mit Rabatt so um und bei 500 Euro erhältlich. Ja. Das ist alles, was es Wichtiges zu diesem Modell zu sagen gibt. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, dann stellt die gerne in die Kommentare. Wenn ihr Lust habt, noch ein weiteres Video zu schauen, dann findet ihr es direkt hier. Hier unten könnt ihr den Kanal abonnieren und da geht's zu unserem Wischsaugerfinder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.